Und wir müssen über zwei erschütternde Missbrauchsfälle sprechen, die aktuell vor deutschen Gerichten verhandelt werden. Heute fällt am Berliner Strafgericht das Urteil über Dennis S. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, ein Kind von einer Leihmutter aus Zypern ausgetragen zu haben, mit dem einzigen Zweck, das Kind in Deutschland zu missbrauchen. Im Oktober 2016 kommt Dennis S. mit dem Neugeborenen aus Zypern. Der Sohn ist 2 Jahre alt, als der Missbrauch beginnt. Die Behörden kennen Dennis S. Er wird sogar 2017 wegen des Besitzes von Kinderpornografie zu 10 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Aber erst 2019, also vor 8 Monaten, wird Dennis S. wegen des Vorwurfs des Kindesmissbrauchs verhaftet. Das Urteil jetzt 5 Jahre Haft. Und wir schauen auf einen zweiten Fall, der auch schockiert. Am Landgericht Duisburg verhandelt man über einen besonders abscheulichen Missbrauchsfall. Angeklagt ist Wolfgang P., 52, aus Wesel. Er soll seine minderjährige Tochter seit 2009 mindestens 87 Mal sexuell missbraucht haben. Durch den Missbrauch sollen 3 Kinder gezeugt worden sein. Heute sagt das Opfer gegen seinen Peiniger aus. Und wir sprechen darüber mit Bildreporter Celal Çaka. Er beobachtet für uns am Gericht diesen Prozess. Celal, welches Urteil wurde gesprochen dort am Gericht bei dir? Moritz, Wolfgang P. hat heute eine Haftstrafe von 9 Jahren bekommen. Die Staatsanwaltschaft hatte 10 Jahre beantragt. Es war nochmal zum Abschluss hier gerade vor einigen Stunden ein wirklich ergreifender Moment. Das Opfer, seine Tochter, ist hier vor Gericht erschienen, weil Wolfgang P. nur ein Teilgeständnis, bereit war, nur ein Teilgeständnis abzugeben, vorher sogar gar kein Geständnis abgelegt hatte. Deshalb mussten sich jetzt Vater und Tochter noch einmal begegnen. Ein abscheulicher Fall. Als dann die Nebenklägerin und das Opfer aussagte, wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Wir haben dann aber erfahren, dass sie erzählt hat, wie sie mit 14 das erste Mal im Kinderzimmer von ihrem Vater missbraucht wurde. Immer dann, wenn die Mutter mit den anderen Geschwistern auf dem Spielplatz war. Sie hat sich am Anfang gewehrt, später hat sie das dann sein lassen, aus Angst davor, dass der Vater das Gleiche auch den anderen Geschwistern antun könnte. Und der Anwalt der Nebenklage hat uns Folgendes vor unseren Kameras gesagt. Diese Übergriffe haben wohl überwiegend stattgefunden, wenn die Mutter von ihr auf dem Spielplatz war mit den Kindern, wenn sie alleine mit dem Vater zu Hause war. Sie musste zahlreiche Übergriffe wohl wöchentlich oder alle 2 Wochen dort ertragen. Es kam dann letztendlich auch zur Zeugung 3er gemeinsamer Kinder. Diese Übergriffe haben wohl überwiegend stattgefunden, wenn die Mutter von ihr auf dem Spielplatz war mit den Kindern, wenn sie alleine mit dem Vater zu Hause war. Sie musste zahlreiche Übergriffe wohl wöchentlich oder alle 2 Wochen dort ertragen. Es kam dann letztendlich auch zur Zeugung 3er gemeinsamer Kinder. Ein schockierender Fall, der dort auch verhandelt worden ist. Wir bleiben, das haben wir ja versprochen, weiter an diesen Missbrauchsfällen in Deutschland dran. Für uns heute vor Ort, Celal Çaka, ganz herzlichen Dank für deine Informationen.